Hi, guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon wieder dabei, was zu tun. In der Küche heute müssen wir eine Marinade basteln, die wir auf unserem Braten machen wollen. Wir haben uns eine Lammkeule besorgt und die wollen wir heute machen. Dafür steht der Doktor schon und möchte gerne ein bisschen Thymian, ein bisschen Minze Rosmarin. und Rosmarin im Mörser kurz ein bisschen stößeln oder Und ein mörsern bisschen Salz, ne? und ein bisschen Salz, genau. So, jetzt haben wir das alles schön gemörsert, haben da schon schön viel Senf mit reingetan. Wir haben da noch ein bisschen von meinem Lieblingspfeffer reingetan. Wir haben so einen grobkörnigen von so einer Steakhouse-Kette aus Hamburg, den wir immer gerne benutzen. Und damit, das hat jetzt so eine schöne Paste gegeben, riecht ja richtig geil. Ja, und Olivenöl. Olivenöl, genau, habe ich ganz vergessen. Olivenöl haben wir da auch noch reingetan. Und damit werden wir jetzt unseren Braten bestreichen. Lassen ihn einen Augenblick so ziehen, damit das da ein bisschen reinzieht. Und dann kommt er im Backofen. Oh, guck mal, unser Lamm ist ganz grün geworden. Ob die wohl schlecht ist? Nein, Quatsch. Wir haben das jetzt da schön drauf verteilt. Mal sehen, Maser ist leer. Das tue ich jetzt in dem Backofen, der noch aus ist, und lasse das jetzt da einfach mal so 2 Stunden drin ziehen. Und dann werde ich einfach mal frech den Backofen anmachen. So, jetzt haben wir so gute 2, 2,5 Stunden unsere Lammkeule hier einfach im Backofen gestellt. Backofen war aus. Da riecht das drin. Wahnsinn. Mach den jetzt an, tu den da rein. Ich glaube, ich tue hier ein bisschen Öl ran. Und dann kommt der dafür mal bestimmt 2 Stunden rein. Ich habe ein Thermometer. Tü-rö. Das habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt. So ein Einstechthermometer. Und ich würde sagen, so bei 63 Grad ist der dann gerade so, dass wir den haben wollen. Also ich bin nicht so mega für oberblutiges Fleisch zu haben. So ein bisschen angegart darf das schon sein. Deshalb, also 63 Grad finde ich schon ganz gut. Wenn man so 58 bis 62 Grad macht, dann ist das immer noch sehr blutig. Und wenn man so 63 bis 70 Grad macht, dann ist das nicht mehr ganz so englisch. Dann ist das halt schon so ein bisschen. Na, durch ist es auch noch nicht, aber nicht mehr ganz so blutig. Genau. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Öl ran und dann kommt er da rein. So, ein bisschen Öl habe ich jetzt hier unten reingetan. Jetzt tue ich den hier in den Backofen. Der Backofen läuft schon. Ich power den jetzt mal so ein bisschen hoch auf 140, 150 Grad. Dann so eine halbe Stunde, glaube ich. Dann zwischendurch werde ich mal gucken, wie das so oben drauf aussieht. Bevor mir das da verbrennt, kommt da Alufolie rüber, damit es mir nicht verbrennt. So. So, ein letzter Check. Okay, Temperatur stimmt. Super. Dann können wir das Fleisch jetzt rausnehmen und dann können wir das ja gleich mal aufschneiden. Ja, finde ich auch. Sehr gut. So, dann tun wir den Braten mal darunter. Das muss ich mir nachher mal angucken. Vielleicht kann man da irgendwie noch ein Söschen draus machen. Wie schneide ich das denn am besten? Bin natürlich hier voll auf den Knochen. Sieht richtig saftig aus, ne? Ja. Richtig schön. Das sieht doch geil aus, oder? Ich glaube, ich schneide jetzt hier mal nur 2, 3 Stücke runter. Nämlich das, was wir essen wollen. Und den Rest lasse ich dann am besten so, oder? Genau.
Super. So, das war ja gar nicht so schwierig, glaube ich. Wir haben den schön mit unserer Paste, die wir vorher kreiert haben, schön eingerieben. Dann haben wir den schön für knapp 2 Stunden im Ofen gehabt, bei 120 Grad. Tipptopp. Also ich finde, das sieht schon mal richtig geil aus. Ich kann ihn ja mal anschneiden und mal kurz probieren. Geil. Richtig gut. Also, mit Vollmund redet man ja eigentlich nicht. Oh, ist das geil. Sollte euch unser Video gefallen haben, lasst uns einen Daumen da, abonniert uns, schreibt uns fleißig Kommentare. Ich werde unten rein wieder eine Einkaufsliste schreiben für alles, was ihr braucht. Irgendwann danach, das wird einen Augenblick dauern, kommt da unten dann auch das komplette Rezept rein. Ich bin dabei, das jetzt bei allen unseren Videos zu machen. Immer wenn da eine Einkaufsliste ist, kommt da ein Rezept unten mit rein in die Einkaufsliste. Dann liegt mir noch etwas anderes am Herzen. Wir haben auch eine zweite Seite. Also seid ihr nicht deutschsprachig, sondern indonesisch. Unter www.jajuk-lifestyle.com haben wir eine zweite Seite. Da kann man auch mal vorbeischauen. Also nicht jetzt gleich morgen. Ich muss dann noch arbeiten jetzt über Ostern. Aber ich schätze mal, am Ostermontag sieht die schon ganz geil aus. Und dann werden die ersten Sachen da drin sein. Also, ich wünsche euch schöne Ostern. Und beehrt uns wieder beim nächsten Video. Ich sage tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.